Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die, wie sagt man so schön, die Jubiläumssendung gut überstanden und uns reichlich eingedeckt mit technischen Spielereien. Genau, euch haben wir eingedeckt mit Crashplan-Lizenzen, also Crashplan Plus sogar. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Das ging über Facebook raus, also jeder, der da mitgemacht hat und was gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr sicher. Heute geht es nicht um Software. Nein, heute geht es nicht um Software, deswegen haben wir auch hier viele kleine Helferlein mitgebracht. Sie schauen nicht nur gut aus zum einen, sondern sie können auch Musik abspielen. Man wird es kaum glauben. Genau, und darum geht es heute im Großen und Ganzen. Wir haben uns ein paar Testgeräte von verschiedenen Musikabspielgeräten für iPhones, beispielsweise iPods oder ähnliches zukommen lassen. Und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Es geht von sehr, sehr günstig bis sehr, sehr teuer, je nachdem, wie viel man ausgeben kann und will oder was man haben möchte, sage ich jetzt mal frech. Genau. Es ist für jede Preisklasse was dabei. Also wir fangen, glaube ich, das unterste Segment fängt bei um die 40 Euro an und das teuerste Gerät, das wir hier mit am Tisch liegen haben, ist natürlich das iPhone. Aber das kann natürlich auch Musik spielen, aber nur aus einer Box, deswegen lassen wir das außen vor. Das teuerste Gerät, was wir hier am Tisch haben, kostet 200 Euro. Genau. Ja, und da fangen wir mit dem ganz kleinen, mit fast dem kleinsten an, was wir da haben. Ich räume so lange mal ein bisschen auf. Ich gebe das mal, sind keine drahtlosen Kopfhörer, auch wenn es relativ cool aussehen würde, sondern sind zwei kleine Lautsprecher, die du schon länger hast. Ja, so ist die es. Die du dir auch selbst gekauft hast. Mhm. Und zwar sind das die Reiko 2XL, kosten ungefähr 35 Euro. Und jetzt zeigst du uns doch bitte mal, wie diese zwei Dinger Musik machen sollen. Also zum einen kann man sie natürlich wunderbar auf den Kopf setzen, sehen sie unglaublich lustig aus, hat natürlich jetzt nicht den richtig wahren Zweck. Die Reiko 2XL kommen mit so einer kleinen Box, hier, so eine kleine Tüte aus Stoff und da sind dann auch verschiedene Kabel dabei, eins, wo man zwei Klinkestecker, damit man sein iPhone, sein anderes Device anschließen kann, ein Ladegerät, das aber auch die zwei Boxen miteinander verbindet. Genau, und so schauen die Boxen, wir können sie stehen lassen, schauen wir mal, hier sind die Boxen, genau. Hier, so schauen die Boxen aus, wenn sie kommen, man kann sie hier so, sie sind unten magnetisch, dass man sie schön zusammen machen kann, die fallen auch nicht direkt auseinander. Mhm. Und man kann sie dann ganz einfach aufdrehen und haben dann hier, man hat dann hier die Möglichkeit, nachdem man sie aufgedreht hat, hat man hier diese Anschlüsse, also hier hat man zum einen die USB-Anschlüsse, was man dann machen muss. Ist ganz einfach, man hat dann natürlich nicht zu viel Spielraum, aber man kann sie doch ein bisschen platzieren. Wenn man jetzt längere Kabel hätte, könnte man sie auch weit auseinandernehmen. Es gibt auch Verlängerungen für dieses Mini-A. Genau. Exakt. Steckt man sie an, dann nimmt man sein, das können wir eigentlich so lassen, ziehe ich eins raus, ja. Das steckt man auch mit an, ich glaube am anderen, ja genau, hier. So, stecken wir am iPhone an. Und dann hat man die ganze Geschichte, was man hat. Man hat dann hier einen Ausschalter, ja, hat dann da ein blaues Lämpchen. Wenn es blau zeigt, ist toll. Es wird dann, ich glaube, es wird rot oder es blinkt. Nee, es wird rot, wenn es leer wird, aber Akkulaufzeit ist immens lang. Und man hat hier an der Seite noch einen Lautstärkeregler. Also je nachdem, wie laut man gerne Musik hören möchte, kann man das noch einzeln einstellen. Also um es dazu zu sagen, es sind aktive Lautsprecher mit eingebauter Batterie, die über USB geladen werden. Das heißt, ich kann es entweder an einen Rechner anschließen oder an so ein iPhone oder beliebiges USB-Ladegerät. Genau. Kann ich dann auch nur eine Box benutzen oder muss ich sie zu zweit benutzen? Du musst leider immer beide Boxen benutzen. Das hat den einen einen Nachteil, dass hier der ein Ausschalter an der anderen Box ist als der Line-In. Man kann sie nicht über USB benutzen, obwohl man jetzt vermuten möchte, es würde funktionieren, aber sie haben wohl keine eigenen Treiber mit dabei. Mhm. Das ist tatsächlich nur zum Laden, also sind wirklich für diesen einen Gebrauch gedacht, dass man sie mit einem Line-In, also mit Musik versorgt und sie halt einfach wenig Platz beim Transport wegnehmen. Sie bräuchten natürlich noch eine Soundkarte da drin und die Dinger sind eh schon so klein. Der Vorteil ist natürlich, sie passen mit Magneten direkt zusammen, von daher eigentlich gar kein Problem, sie so zu transportieren. Na, dann wollen wir uns doch mal angucken, wie sie klingen. Haha. Ihr müsst jetzt da unserem
Also ihr müsst da ganz einfach unserem Urteil vertrauen, ob es taugt oder nicht. Ihr werdet das niemals so hören können, wie sie tatsächlich klingen. Ganz einfach, weil ja, das Ganze hier über die Mikros geht, die wir im Gesicht kleben haben. Und ja, aber dafür haben wir uns ja die Arbeit gemacht, das für euch zu testen. Genau. Ja, dann spielen wir doch mal Musik ab. Ich suche mal was raus, ein bisschen Lärm. Mal hier ein bisschen. Und jetzt schauen wir gleich mal, wann sie anfangen zu verzehren. Bisher noch nicht. Was ist das? Also jetzt ist sie maximal an Lautstärke erreicht. Wobei ich sagen muss, also obwohl es rockige Musik ist, man hat doch ein relativ gutes Bassgefühl. Und ich finde, die Klangweite ist relativ gut für so kleine Boxen. Also man erwartet jetzt, dass eigentlich gar keine Bässe vorhanden sind, in Anbetracht dessen, dass die Dinger so klein sind. Aber es geht schon recht gut. Es ist natürlich kein audiophiler Genuss, den man da bekommt. Nee, natürlich das auch muss kein 5.1-System. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man mal zum Beispiel irgendwie beim Grillen ist oder irgendwas und einfach mal ein bisschen Hintergrundmusik haben möchte, wo man sich trotzdem noch unterhalten kann, dann sind die Dinger wunderbar und sie sind halt so klein, dass sie reingehen und es ist. Also ich habe es bisher nicht geschafft, sie zum Verzehren zu bekommen, also richtig ätzend zum Verzehren zu bekommen. Und das ist relativ gut. Wir können uns mal noch ein bisschen andere Musik anhören. Was ja lustig ist, ist, dass je länger man sie benutzt, also sie werden natürlich ein bisschen warm und wenn die Sonne drauf scheint, dann wird der Klangkörper größer. Das heißt, sie haben dann noch ein bisschen besseren Sound. Das ist tatsächlich so dadurch, dass sie hier solche, dass das ja hier ein variabler Klangkörper ist, besteht die Möglichkeit, dass sie noch ein bisschen lauter und noch ein bisschen besseren Sound machen. Also sie werden bezeichnet als Vakuumlautsprecher. Also ich nehme halt an, dass da Luft oder Vakuum wahrscheinlich, wenn es schon Vakuumlautsprecher heißt, drin ist, je nachdem. Ja, also vielleicht findet ihr sie für weniger Geld als die 35 Euro, die wir jetzt bei Amazon gefunden haben. Du hattest damals ungefähr 20 Euro bezahlt, oder? Ich glaube 20 oder 24 Euro habe ich gezahlt. Also ich meine mich erinnern zu können, dass es tatsächlich unter 30 Euro waren. Aber naja, ich habe ja auch gehört, dass sehr viele Leute sich diese Boxen gekauft haben. Wahrscheinlich, weil sie natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut mit dabei sind. Und Reiko hat noch andere ähnliche Lautsprecher, die oder Boxensysteme, die in ähnlichen Preiskategorien sind und ein bisschen hipper ausschauen. Also mittlerweile hat sich, ich glaube, da gibt es eine Fortentwicklung, die sind dann eckig, aber ja gut. Je nachdem, was man gerne möchte. Ja. Gut, es geht ja noch kleiner als diese zwei Lautsprecher, wenn man. Ich hole mal wieder ein bisschen auf. Wenn man das möchte. Ja. Und zwar, wir waren vor längerer Zeit ja mal auf der CeBIT, mal wieder. Diesmal nicht, damals nicht in Digital Upgrade Auftrag, sondern haben dort gearbeitet und hatten dann noch so einen Tag frei und sind so ein bisschen rumgewandert, sind da durch diesen Händler-Pavillon gelaufen. Und dort ist uns was über den Weg gelaufen, was relativ cool ist. Und zwar nennt sich das ganze Ding TuneBug. Tada! Und sieht so aus. Ist ein ganz kleines Ding. Und es ist ein, wie nennen Sie, ein Surface-Speaker, nennen Sie es auf Englisch. Ja, was heißt es auf Deutsch? Auf gut Deutsch ist es hier eine schwingende Membran integriert, die auf einen Hohlraum aufgelegt wird und durch diese Schwingung wird der Raum, auf dem es aufgelegt wird, als Box benutzt. Genau. Ja. Das Ganze zeigen wir euch jetzt auch mal wieder, indem wir das Kabel rausholen. Wir können es ja erstmal komplett ohne irgendwas machen und dann mal mit dem Tisch versuchen. Das Schöne ist, man kann das mit ganz vielen verschiedenen Oberflächen ausprobieren. Also hier haben wir auch das Gleiche. Der TuneBug, egal in welcher Version, wird auch über USB geladen. Es kommt tatsächlich nur dieses USB-Kabel mit. Wer jetzt wieder denkt, man könnte diesen TuneBug auch als Lautsprecher für den Mac benutzen, das funktioniert genauso wenig wie bei den Raiko-Geräten. Es ist tatsächlich auch nur ein Lade-USB-Kabel. Genau. Also das ist jetzt der TuneBug Vibe. Den schalten wir ein, indem wir lang da drauf drücken. Das Gerät ist ziemlich schwer. Ich glaube, das wiegt 200 Gramm oder sowas in der Größenordnung. Oh, so, jetzt spielen wir mal Musik ab. Ihr hört schon, man hört hier Musik. Ich halte mir das mal ans Mikro. Jetzt legen wir es mal auf den Tisch. Gut, der ist jetzt gepolstert, da geht nicht so wahnsinnig viel. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel einfach mal eine Schachtel und legen das irgendwo auf die Schachtel drauf. Und plötzlich ist der Ton viel lauter geworden.
Und zwar ganz schön ordentlich viel lauter. Und das geht mit ganz vielen Oberflächen. Also alles, was irgendwie eine starre Oberfläche ist, kann benutzt werden. Also sei es eine Plastikkiste oder vielleicht kennt der eine oder andere, um jetzt kein Produktplacement zu machen, aber es gibt auch diese Pringles-Lautsprecher. Das ist genau das gleiche Prinzip. Man hat einen Körper, den man halt als Hohlraum benutzt, wodurch diese Durchschallwellen halt eben transportiert werden. Und ja, je mehr Raum da ist, desto lauter und desto mehr Schallwellen und desto breiter wird der Sound. Genau. Also Schachteln eignen sich ganz großartig dafür. Und das Tolle an Schachteln ist, dass man sie meistens irgendwo umsonst bekommt. Und umso größer die Schachtel ist, umso lauter wird das Ganze. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Wir wären nicht Digital Upgrade, wenn wir nicht größere Schachteln auch hätten. Sondern probieren wir mal hier die nächstgrößere Schachtel aus, die wir finden. In Wirklichkeit habe ich den Basti heute, ist er mit einer Schachtel angereist. Aber... Und es hört sich ganz schön laut. Und es macht auch einen Unterschied, wie groß die Resonanzfläche ist. Das ist gerade nochmal ein Stück lauter als vorhin. Wir haben noch eine größere Schachtel, glaube ich. Klar. Nicht viel, aber ein bisschen. Und wie gesagt, umso größer sie werden und umso größer die Öffnung ist, umso lauter ist es. Also wenn ihr eine habt, die eine quadratische Öffnung hat, ist es noch besser. Aber das ist schon echt ordentlich für so ein kleines Ding. Und man findet im Zweifel immer irgendwas, wo man den Tonback drauflegen kann. Und es ist allein ein Höllenspaß, durch die Wohnung zu laufen und Dinge zu suchen, wo man den Tonback drauflegen kann. Hervorragend funktioniert übrigens auch die Klobrille. Zum Beispiel. Oder was ich ganz oft gemacht habe, ist, ich habe sie auf die Dunstabzugshaube oben draufgelegt. Da ist ein magnetischer Körper drin, das heißt, der hält plötzlich auf der metallischen Dunstabzugshaube. Und ich habe dann immer beim Kochen so mit Musik gehabt. Ist nur ein bisschen blöd, weil da immer so viel Fett rumläuft, deswegen finde ich da gar nicht so cool. Und wenn man sich jetzt sagt, Mensch, das ist ja cool, der ist eine Oberfläche drauf. Das könnte ich ja zum Beispiel auch auf meinen Helm machen. Ja, dann haben sich die Tunebug-Leute gesagt, ja. So ein Kabel ist voll dämlich und 200 Gramm. Ich meinst du, das ist echt nur 200 Gramm? Ich glaube, es ist, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht wenig. Nur noch mal kurz dazu zu sagen, der Tunebug Vibe kostet ungefähr 65 Euro. Ist ein Mono-Lautsprecher. Es ist halt wieder kein audiophiles Musikgenussstück, aber er ist halt echt klein. Ja, verschwindet mal schnell in der Hosentasche. Und genauso klein ist der Bruder von Vibe. Ja. Und zwar ist das der Shake. Tada! Der Shake ist ein bisschen teurer, kostet ungefähr 115 Euro. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Er ist leichter. Genau, zum einen ist er viel leichter. Das ist ein anderes Material. Es ist hier kein, das ist andere wahrscheinlich Metall oder Aluminium. Wer auch immer, was es ist, das ist auf jeden Fall, das eine ist es natürlich hier Plastik, was jetzt alle sagen, Plastik ist schwierig, das ist ja dumm, das geht total schnell kaputt. Ist gar nicht der Fall, aber es hat seinen absoluten Zweck. Warum? Leicht heißt weniger Masse, die halt... Und ein Riesenvorteil, wieso er teurer ist, man braucht kein Kabel mehr, um ihn an einem Musikgerät anzuschließen. Genau. Er ist nämlich Bluetooth-fähig. Dann mache ich jetzt mal bei mir das Bluetooth an. So, oben, hier haben wir die zwei Knöpfe. An, ja? Ich hab's an. Gucken, dass er noch findet. So. Wird spannend. Mit zwei Fingern. Man kann ihn auch mit dem Kabel benutzen. Lange draufbleiben. Bei mir geht es immer, wenn ich ihn einmal anfasse, dann explodiert er schon. Ja, das ist ein bisschen doof. Ah ja, hier haben da kommen wir gleich dazu. So, dann blinkt da oben das Knöpfchen. Das seht ihr leider nicht. Oder nee? Ja. Und schon hören wir Musik. Ohne, dass ein Kabel angeschlossen ist. So. Wie schon gesagt, weniger Auflagefläche oder weniger Auflagegewicht bedeutet natürlich auch schwierigere Eigenschaften, wenn man es einfach auf den Karton drauflegt. Zum einen, jetzt habe ich einen Karton so weit weggeschmissen, aber wir haben natürlich jetzt hier immer noch den einen Karton, den wir vorhin auch hatten. Es funktioniert genauso wie mit dem anderen auch. Ja. Legen wir das mal kurz hin. Ja. Also ich kann das hier auflegen. Ist nicht mehr ganz so laut. Aber es funktioniert. Aber das ist ja auch nicht der Anwendungszweck. Der Anwendungszweck des Tunebug Shake ist ein ganz anderer. Man möchte ihn nicht auf Boxen auflegen bei sich zu Hause, sondern man möchte ihn mit unterwegs benutzen, wenn man zum Beispiel mit seinem Longboard oder mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Dafür gibt es auch spezielle Halterungen. Hier habe ich zum Beispiel mal den Helm. Das ist ein ganz normaler Skateboard-Helm, wie man kennt. Der ist hier eine Dreipunkt-Fixierung. Ja, also ich mache das hier mal ab, damit ihr das seht. Das ist einfach nur so Klettband, aber es hält super gut. Das ist gar kein richtiges, komischerweise ist es tatsächlich gar kein Klett, sondern das sind so kleine Nasen. Ja. Die ineinander greifen. Also es ist extrem lustig. Selbes Prinzip, aber halt stärker. So, wir haben jetzt hier den Tunebug. Das ist hier, man steckt ihn hier hinten rein. Man hat die zwei Nasen am Tunebug, die man hier einführt.
Und dann hat man vorne nochmal eine Möglichkeit, um ihn richtig zu fixieren. Gibt es hier einen Schieber. Dann ist er hier richtig schön fest. So, man sieht das natürlich nicht. Muss hier, also das geht da nicht raus. So, und dieses Gerät. Also vorher fällt euch der Helm vom Kopf. Ja, mit Sicherheit. So, dieses Gerät mache ich jetzt hier einfach an diesem Dreipunktsystem, an meinem Helm fest. Es gibt es auch noch mit so einem Klettband, um ihn an Fahrradhelmen Genau. festzumachen. Und genau das gleiche Prinzip habe ich jetzt hier auch. Jetzt kannst du mal nochmal Musik machen. Jetzt kommt die Musik natürlich hier aus meinem Helm. Hat zum einen den riesen Vorteil, dass wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Longboard unterwegs bin und ich Musik hören will, meine Ohren frei habe. Das heißt, ich kann mich auf die komplette Umgebungsgeräusche konzentrieren. Das heißt, ich höre Feuerwehr, Krankenwagen, Polizeifahrzeuge oder hupende Autos, die mich übersehen haben. Das hat natürlich einen riesen Vorteil für die Verkehrssicherheit. Dadurch, dass man den Helm natürlich direkt am Kopf hat, wird der Schall, weil das ist ja nach wie vor eine Vibration, über die Kannst du mal das, wie das wiedergegeben wird, aufsetzen wird der für Schall direkt über, also über Knochenschall weitergegeben. Das heißt, man hört tatsächlich die Musik im Kopf spielen. Das Schöne ist, ich höre den Basti trotz alledem immer noch reden. Also es ist so, man hat die Musik irgendwie trotzdem mit dabei, aber man hört die Leute, wenn man sich unterhält, immer noch. Das Schöne ist, die Leute, die neben dir stehen, haben dir auch die Musik. Es ist so ein bisschen, man ist so eine fahrende Diskothek. Das könnte jetzt natürlich was sein, was den einen oder anderen ein bisschen stört, dass man halt tatsächlich wirklich immer seine Ist Musik klar, wenn ihr so nach Mädchen-Hip-Hop außen anhört, ist natürlich ein bisschen traurig. trägt. Hören wir mal echte Musik an. Hier kommen wir natürlich auch zu einem weiteren Schwachpunkt des Tunebug. Ganz klar, wir haben dadurch, dass natürlich der Raum begrenzt ist und der Umfang, der Raum in meinem Kopf ist natürlich immens, aber der Helmumfang begrenzt ist, habe ich natürlich immer ein Problem, wenn ich sehr, sehr basslastige Musik mir anhöre. Ich habe zum einen die Tonqualität ist, wenn ich sehr laut mache, nicht wirklich brillant, aber, und was heißt aber, zum anderen ist natürlich auch der Bass sehr schwach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich kann natürlich wieder meine Knöpfe in die Ohren stecken. Das bringt mir natürlich die bessere Musik. Aber ich sag mal so, im Verkehr im Zweifel ist es besser, weniger Klang dafür mehr Sicherheit zu haben als andersrum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, man darf das hier auch nicht komplett zugestöpselt fahren. Also Autofahren jedenfalls nicht. Aber wer fährt auch mit dem Helm Auto? Ja, da gibt es Leute. Aber ich glaube, da wo die fahren, ist es egal. Genau, im Grunde, also ein sehr, sehr cooles Ding. Passt leider, also ich habe zum Beispiel bei meinem Fahrradhelm das Problem, ich krieg das Ding nicht auf meinen Fahrradhelm sinnvoll drauf. Das ist halt ein bisschen schade, weil auf dem Fahrradhelm kann ich es einfach nicht benutzen. Der zweite Nachteil ist, das geht hier mit Berührung. Das heißt, ich drücke irgendwo lang drauf und dann schaltet er sich aus oder ab. Das bedeutet aber auch, wenn er mal irgendwo liegt oder in einer Tasche ist, passiert schon mal, dass er sich einschaltet und Genau. plötzlich hat man so eine kleine Disco im Rucksack hinten drin, weil sobald er sich mit dem iPhone pairt, geht die Wiedergabe gleich los, So weil ist er ja. kann das iPhone auch steuern. Also ich kann die Lautstärke ändern mit diesen, da sind so zwei Knöpfchen drauf. Und ich kann, glaube ich, mit zwei Fingern kann ich auch Pause und Play machen. Und Das weiß ich gar nicht. ja, ist ganz cool. Also ist halt natürlich cool, weil man hat das Ding in der Hosentasche und drückt sich mit zwei Fingern auf den Kopf und da hat er halt dann Pause oder Ja. und Ah so ja, und weiter man und so kann das, und fort. es hat noch einen Vorteil, man kann damit auch telefonieren. So eine Stimmt. Anrufe werden auch angenommen. Es hat auch ein Mikrofon drin, das sieht man zwar nicht, aber man kann tatsächlich auch das Teil hier auf dem Kopf haben und ganz normal telefonieren. Man sollte vielleicht anderen Leuten mitteilen, dass man gerade den Tunepark anhat und jeder, der in der Umgebung hört, mit. Ja, das ist dann so, genau. Also er funktioniert übrigens auch mit einem ganz normalen Kabel, wenn man das Bluetooth nicht möchte, je nachdem. Mache ich wieder ein bisschen Genau, Platz. also das war der Tunebug Shake, kostet ungefähr 115 Euro. Ein relativ cooles Ding, also beide Tunebugs Brauchen relativ wir auch cool. nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. So, dann kommen wir zum nächsten und da drücken wir die Preisgrenze noch ein Stück weiter nach unten. Und zwar ist das kleine Logitech S125i. Sieht in Wirklichkeit aus wie die sogenannten Fliegenaugen. Genau. Man kann es natürlich auch immer so tragen. Sieht dann natürlich ein bisschen doof aus, wenn man das iPhone hier reinsteckt, aber man trägt seine Musik tatsächlich nach außen. Man sieht nur nichts mehr. Aber ja gut, das ist halt der Preis, den man dafür bezahlt. Der Tunebug S125i ist sehr, sehr günstig. Der kostet ungefähr 35 Euro. Es gibt ihn ab und zu bei Logitech auf einer speziellen Seite, wo sie Geräte mit beschädigter Schachtel verkaufen. Meistens sind die Schachteln wunderbar für unter 25 Euro. Und das ist er auf jeden Fall wert. Wir schalten ihn mal ein. Hast du schon gemacht? Das ist ja wunderbar. Es gibt da verschiedene Einsätze für.
Also es ist ein normaler 30-Pin-Dock-Connector, wie man es halt so kennt. Und es gibt, wird mit verschiedenen Einsätzen geliefert. Hier ist es zum Beispiel der iPhone-Einsatz drin. Es gibt welche für die verschiedensten iPods. Im Zweifel kann man aber auch den großen nehmen und es hält mehr oder weniger. Mit dem iPhone würde ich das jetzt vielleicht nicht machen. Ja, und dann stecken wir doch mal das iPhone da rein. Es hält von selbst. Ja, das Zubehör ist nicht für die Verwendung mit dem iPhone gemacht. Drücken wir auf Play. Ich habe hier Lautstärkeregelung. Es geht ganz gut. Es gibt auch noch. Na, ich mach mal leiser. Es gibt auch noch eine Bass-Taste, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil er hat eh schon viel Bass dafür, dass er so klein ist. Und die Bass-Taste macht das Ganze fast unhörbar. Es ist wirklich nur. Zumindest ist es bei Rock so. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das bei Techno ist, da ist es aber echt eh wurscht. Da kann man sie auch in der Klospülung hören. Tut mir leid. Genau, aber. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Ja, Bass. Ja, aber ich meine, wer es braucht, Hip-Hop, da kann man nie genug Bass haben. Nie. Ist auf jeden Fall echt cool, geht relativ laut. Verzerrt natürlich dann irgendwann mal, wenn es laut wird und gerade sowas ist wie, ich lege mir hier den Müll weg und spiele die ganze Zeit damit rum. Hat natürlich einen großen Nachteil, wenn ich jetzt hier einen Case an meinem iPhone habe, bekomme ich das nicht mehr rein. Naja, du kannst natürlich hingehen und Das rausnehmen, ja das gut, aber das rausnehmen. ist natürlich immer so ein bisschen, dann sieht mein iPhone halt hier auch wie auf so einer, auf dem Ja, das Präsentierteller. geht eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht, naja, ja, da gebe ich dir jetzt recht. Aber im Zweifel kann man da Zieh mir weg. schon was Kannst du basteln, was ausfällen. Ich habe es unsichtbar gemacht. nicht schlecht. Tada! Ich wollte die andere Kamera haben. Ja, das habe ich gemerkt. Genau, ja, das geht grundsätzlich schon. Er hat außerdem hinten, also er hat unten, ich zeige das mal hier, ein Fach für Batterien. Da gehen vier AA-Akkus rein. Natürlich auch Batterien, wenn man das lieber möchte, die man danach wegschmeißen kann. Um die Umwelt zu zerstören. Genau, er hat hinten einen Anschluss für ein Ladegerät, das ist mitgeliefert. Und er hat auch nochmal einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, ich kann auch natürlich andere Geräte, die keinen Dock-Connector haben, Das heißt, ich kann, anschließen. aber lädt er über diesen Anschluss auch die Akkus? Ich glaube schon. Also ich habe sie bisher nicht neu geladen müssen. Das ist natürlich cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Meine Freundin benutzt den in der Schule, um die Klasse zu beschallen. Wenn sie wieder schreien, Genau. dann macht sie Rock an, dann sind sie alle ruhig. Genau. Und ja, der tut eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, er ist klein, er ist günstig. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Varianten, einmal mit weißen, einmal mit schwarzen Augen. Ich glaube, der mit schwarzen ist ein bisschen günstiger. Ja, und also für den Preis ist es ein wirklich gutes Gerät. Wie gesagt, man darf halt da keine audiophilen Wunderwerke davon erwarten, aber auch mal wieder selbes Szenario, Grillen am See. Gerade um die Nachbarn, die um einen rum liegen, zu stören, dafür ist er wunderbar geeignet. Hervorragend. Da macht es auch nicht, wenn er ein bisschen verzerrt, weil dann ist es noch ein bisschen unangenehmer für die Leute, die rumsitzen. Also wie gesagt, ungefähr 35 €. Den Link zu diesem Logitech-Shop, wo man beschädigte Schachteln, Geräte in beschädigten Schachteln finden kann, den findet ihr bei uns in den Shownotes, sofern es den denn noch gibt. Bisschen Ich schade glaube ist aber natürlich, schon. dass man ihn nicht so auf die Schulter nehmen kann. So ein bisschen, so ein bisschen Aber klein. er ist schon richtig so geshaped, dass Ja, man geschält ist an die schon. Schulter hinten machen kann. Ich weiß ja nicht. So viel zu dem Thema. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gerät und zwar Oh, das ist ist das ja. der Edifier. Ja, der Edifier, der sieht so aus. Sieht so ein bisschen Apple-like aus. Hinten ist er weiß. Vorne ist er schwarz. Und hat so ein bisschen Lack. Sieht nach, bis jetzt sieht es noch nicht nach einem richtigen Gerät aus. Aber er hat wahnsinnig viele Funktionen. Also wir haben hier zum einen, kann man hinten draufdrücken, dann klappt hier vorne der Dock-Connector aus. Dann zeige ich mal schräg, dass man es auch sieht. Ja. Hier ist der Dock-Connector. Und ich habe hier eine riesengroße Schale, die auch so leicht geschäbt ist. Man kann hier wahrscheinlich auch andere Dinge reinmachen. Ja. Ich habe es einfach mal weggelassen. Aber, und dann kann man da natürlich sein iPhone auch ganz toll reinstecken. Jetzt hat man. Machen wir Ja. das mal. Machen wir das mal. Vielen Dank. Ich mach das mal gerade rein. Ja, So. das. So, man kann das dann natürlich hier oben haben wir einen Einschalter. Ja. Wenn man Tada! hier oben einschaltet, dann sieht man die Lautstärke. Und was ich hier natürlich noch als einziges Gerät, nee, nicht als einziges Gerät im Test, aber als eines der wenigen Geräte im Test, ich habe hier tatsächlich auch, es ist nicht nur eine Box, sondern es ist auch ein
tatsächlich ein Radiowecker, der verschiedene Funktionen hat. Ich kann natürlich hier zum einen auch Radio hören, wenn ich mein iPhone nicht dabei habe. Ich kann mit meinem iPhone Musik hören. Ich habe hier oben eine Playtaste. Bist du noch im richtigen Menü drin? Schauen wir mal. Das weiß ich nicht, nehmen Sie mal an. Das ist übrigens die Kerstin, die Freundin von Basti, falls ihr euch gefragt habt. Genau. Ich kann hier natürlich vor und zurück gehen. Kann auch wahnsinnig laut machen. So, und das Ganze, es wäre natürlich nur halb so cool. Ich mache das hier mal weg, also wir wissen, dass es gerade ist. Und es hat hier eine Fernbedienung! Und die ist auch wahnsinnig schnell und unglaublich handlich verstaut. Sie hat alle Knöpfe, die man braucht. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch zum nächsten Songspiel springen. Ich mache es mal noch ein bisschen leiser. Ich kann mir dann die Zeit anzeigen lassen. Können wir mal bitte auf die andere Kamera gehen? Natürlich können wir das. So, ich habe jetzt hier den, ich muss hier vorne, kann ich auf Time drücken, sehe ich die Zeit angezeigt. Dann kann ich hier einen Alarm einstellen. Das ist jetzt zum Beispiel 7:30 Uhr. Ich kann das Gerät auch ausschalten direkt hier. Das heißt, ich kann jetzt weggehen und von was ich von der Couch aus ist, wieder einschalten. Ich kann auch ein anderes Gerät als das iPhone bedienen. Es gibt hier auch hinten einen Line-In-Anschluss. Kann jetzt also hier auf AUX einfach musikalisch wechseln oder einfach auf das Radio. Das wollen wir Das jetzt vielleicht nicht machen, doch extra, also dürfen wir damit wir nicht. hier nicht böse Das sind verklagt werden von irgendwelchen GEMAs. 103.2 FM, wer weiß auch immer, was es war. Ja, das ist natürlich ein absolut cooles Gerät. Habe es jetzt eine längere Zeit lang benutzt. Ich finde das wahnsinnig toll. Es hat integrierte Akkus, es lädt. Auch ganz normal über so ein ganz normales Kabel, das ich an die Strombox anschließe und hier hinten anstecke, dann kann ich es mitnehmen. Es hält meines Erachtens, ich habe es noch nicht geschafft, das leer zu bekommen. Das heißt, jede Grillparty, jeden Seeaufenthalt hat es bis jetzt überstanden. Ich schätze mal, um jetzt irgendeine Zahl zu sagen, nochmal 15 Stunden musikalisch durchspielen geht mit Sicherheit. Wer Angst drum hat beim Mitnehmen, da ist eine Neoprenhülle dabei, wo Genau, man es reinstecken kann. so ist es. Die passt ganz genau. Da fällt dann auch nichts mehr raus. Also weil die Neoprenhülle, die ist halt hier an der Seite offen. Und ja, also ist tatsächlich ein schönes Gerät. Es gibt noch teurere von Edifier. Die machen da recht viel. Und ich finde es ein echt schönes Gerät. Es ist halt auch wirklich sehr, sehr handlich und kompakt dafür, was halt dann an Klang rauskommt. Also ich finde, der Ton ist schön abgestimmt. Ich glaube nicht, dass man Equalizer hat oder Nee, den hat man man nicht, einstellen kann man kann. nichts. Aber er ist von Haus aus relativ gut schon eingestellt, der Edifier. Und also man hat nicht irgendwie zu viel Bässe oder zu viel Höhen oder zu wenig Höhen oder was weiß ich was, sondern ja. Also ich persönlich finde ihn vom Klang echt gut. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Und dass man die Möglichkeit hat, das iPhone direkt zu bedienen, also mit Play, Pause, vor, zurück. Also das ist echt praktisch, weil es halt wie gesagt auch über die Fernbedienung Ja, es ist geht. auch tatsächlich, also es ist das Schöne ist, das Gerät, es hat vom Gewicht her ist es auch, aber man meint jetzt, wenn es so, brauche ich mir nochmal die andere Kamera, wie das Gerät ausgerichtet ist, sieht jetzt so ein bisschen schwindelig aus, wenn man es so hat, dass es relativ schwer ist, aber das Gerät ist wirklich unglaublich stabil, also da kann man schon mal gegen den Tisch stoßen, es fällt nicht einfach um und das iPhone raus und alles ist dann kaputt. Also es ist tatsächlich, würde ich sagen, vom Gesamteindruck und vom Preis her, ein sehr abgestimmtes Gerät, das man wirklich gerne benutzt und auch gut kaufen kann. Zeig doch bitte nochmal diese Einklappfunktion vorne, wie dann das Dock Ja, wegklappt. Das sag mal. fand ich. Und dann muss man hier hinten drauf drücken. Und jetzt nochmal von der Seite, dass man es nochmal bei. Warte, wir machen es raus. Raus ist noch viel geiler, pass auf. Seite. Ein bisschen nach hier. Oh, toll. Und dann rein. Da möchte Und man raus. natürlich dann nicht mehr das iPhone drin haben, sonst bricht man sich schnell mal den Dock-Connector ab. Ja gut, aber da, ich sag mal so, dann selbst schuld. Der Edifier ist natürlich nicht ganz billig, kostet 125 Euro, ist noch preislich in Ordnung, und auch schon tatsächlich ein klanglich sehr viel besseres Erlebnis als die vorigen Lautsprecher jetzt einem gebracht haben. Genau. Es geht aber noch größer. Es geht noch größer. Nächstes Gerät, Low-Tech. Das Logitech Purify Express Plus. Ah, hier habe ich übrigens die Fernbedienung versteckt. Nicht schlecht. Kostet ungefähr 70 Euro. Also das variiert so ein bisschen. Also bei Amazon findet man es schon für 70 Euro. Ist ja ein schwarzer Klotz. Sieht aus wie so ein typisches, ich würde sagen, wie so ein typisches, wie nennt man diese Teile? Brot?
Schwarzbrot. Typisches Kastenbrot. Ja, richtig. Wir haben diese Teile, die man sonst zum Musik mitnimmt, die so die Gangster immer auf Ghetto Blaster? Ja, Mann. Ja, ist es auch, also weil genau für diese Musik, die man daraus spielt, ist es hervorragend geeignet. Ich werde euch gleich erklären, warum. Also hier, selbes Konzept. Wir haben einen Dock-Connector, wie bei dem kleinen Logitech, mit, glaubt mir, das ist einfach herausnehmbaren Einsätzen. Ich kann hier mal wieder mein iPhone einfach reinstellen. Kling. Und dann habe ich da so ein riesengroßes Drehrad. Und damit kann ich es an- und ausmachen, durchdrücken, die Lautstärke verändern. Und jetzt drücke ich mal auf Play. Er spielt Musik. Ist schon mal echt toll. Ich kann mir einen Alarm einstellen. Ich drehe es mal wieder ein bisschen nach vorne. Also ich kann mir einen Alarm einstellen, weil es ist ja auch eine Uhr drin. Und ich habe auch, genauso wie beim Edifier, eine kleine Fernbedienung, bei der leider die Batterie jetzt leer ist. Kann nicht besonders viel. Play, Pause, lauter, leiser, nächster Track. Shuffle und Repeat. Genau. Die kann man hinten hier reinklemmen in so einen Schacht. Da sieht man ihn, mehr oder weniger. Da kann man das reinpacken. Und ihr seht jetzt schon, der hängt am Strom. Das muss aber nicht so sein. Das Purify Express Plus hat unten auch die Möglichkeit, dass man da 6 AA-Batterien reinsteckt oder halt Akkus reinsteckt. Und dann kann man es auch mitnehmen. Und je nachdem, wie lange dann die Akkus halten oder wie gut halt die Akkus sind, hält das auch eine Zeit lang. Ich habe es jetzt auch nicht bis zur Aufgabe von Batterien mal laufen lassen. Es klingt halbwegs ordentlich. Also mein großer Wermutstropfen? Ja, mein großer Kritikpunkt an der Sache ist, und das ist finde ich persönlich bei vielen anderen Logitech-Produkten genauso, dass es zu viel Bass hat. Und ich habe keine Möglichkeit, den Bass zu reduzieren. Es gibt keinen Equalizer oder keinen extra Knopf für Bass. Der kleine Logitech hatte das ja, dass man den Bass zu- und wegschalten konnte. Das Ding klingt, finde ich, so, als wäre der so ein Bass-Booster zugeschaltet. Mhm. Und das ist für viele Musik, finde ich, unpassend. Dadurch verzerrt es schneller, als es sein muss. Also wenn ich das vergleiche mit dem Edifier, gleiche Lautstärke hochdrehe, dann verzerrt das Logitech viel schneller. Und ja, es wäre halt schön, wenn ich da den Bass ein bisschen rausdrehen könnte. Ich habe keine Möglichkeit gefunden. Ich nehme auch nicht an, dass es geht. Ist natürlich jetzt abhängig von der Musikrichtung vielleicht auch gewünscht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich mir jetzt Hip-Hop anhöre, dass ich da lieber viel Bass haben möchte. Keine Frage. Positiv ist dagegen natürlich, man kann ihn wahnsinnig laut drehen. Also ich glaube, von der Lautstärke her gehört er zu den Meistern seiner Klasse. Ja. Ist unvorstellbar laut, wie man machen kann. Also wer seine Nachbarn gerne ärgert, für den ist das Gerät erstellt, am besten an die Wand. Mhm. Weil der Bass ist genug da, laut kann man ihn auch drehen. Ist hervorragend, am besten nach 22 Uhr, dauert dann 10 Minuten, bis die grünen Freunde kommen. was ist sonst noch gut? Ja, gut, hervorragend finde ich natürlich, dass er eine Fernbedienung mitbringt. Er hat auch einen zusätzlichen Line-Eingang, genauso wie die anderen Geräte. Im Grunde ein solides Gerät und es ist halt echt günstig. Also für 70 Euro kriegt man da schon recht viel für sein Geld, wenn man denn mit dem vielen Bass leben kann. Wer zum Beispiel oft Podcasts über sowas hört, wo viel Sprache drin ist, Leute mit tieferer Stimme, wenn ich damit Fanboys anhören will und der Martin anfängt zu reden, dann schiebt es mir das Ding fast vom Tisch, weil ich einfach so viel Bass da drin habe. Und das ist halt wirklich unangenehm. Aber sonst, wie gesagt, 70 Euro im Vergleich zu einem Edifier, der halt 130 kostet, es ist halt fast die Hälfte. Und wie gesagt, das müsst ihr jetzt mit eurem Musikgeschmack vereinbaren können, oder nicht? Und mit dem Geldbeutel vor allem. Und mit dem Geldbeutel natürlich. Ja, im Zweifel halt mal in den Laden gehen und sein eigenes iPhone reinstellen. Ich kann ihn leider nicht uneingeschränkt empfehlen, weil für die Art Musik, die ich höre, ist es mir zu basslastig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Musikgeschmäcker gibt. Also ich denke gerade elektronische Musik und alles, was in die Hip-Hop-Richtung geht, ist damit sicher sehr hörbar. Mhm. Sehr schön. Genau, das war der Logitech Purify Express Plus. Genau, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Gerät, das wir bekommen haben und auch dem Meister in der
in dem Preisranking, und zwar ist es der Philips Fidelio DS7700. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Dr. Mario-Pille. Naja, gut. Oder auch nicht. Tatsächlich ist es alles Aluminium, was ihr hier seht. Alles Aluminium, was auch glänzt. Hier glänzt alles, außer hier hinten. Hier haben wir Gummi. Macht auch Sinn, werde ich euch gleich zeigen. So, man hat hier so einen Deckel. Also auf gut Deutsch, es ist sehr formschön. Es hat abgerundete Kanten, das heißt, es verschwindet mal schnell im Rucksack, rutscht auch schön rein. Man kann auch andere Sachen noch dran anlegen, vor allem gerade dadurch, dass die Fläche keinen Rückhalt bildet. Und man hat dann hier diesen Deckel, den man abmachen kann. Der hält magnetisch. Hält magnetisch, genau hier sind diese zwei Nöppel. Steht auch Philips dran. Und dann hat man hier auch schon das Gerät. Man klappt dann hier hinten mit einem kleinen Handgriff das Dock aus. Und gleichzeitig fährt auch eine Rückenhalterung für das Genau, iPhone aus. genau, die Das Halterung. Schöne an dieser Halterung so ist, dass es egal ist, ob ich jetzt ein Case dran habe oder nicht. Ja, Und das genau. geht in der Regel immer rein, weil das Teil ist hier flexibel, wie ihr sehen könnt. Wir können es mal von der Seite zeigen. Das kann nach vorne kippen und nach hinten kippen. Das heißt, ich stelle da jetzt das iPhone rein. In dem Fall hält es so ganz gut. Ich kann noch ein bisschen diese Rückenhalterung dran schieben. Und jetzt hält es einfach. Und es ist aber noch genug Platz, als dass da halt auch ein iPhone mit Case reinpassen würde. Genau. Es hat einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen, das haben wir jetzt gerade gesehen, sobald das Gerät eingeschaltet wird, es lädt auch Devices, die reingesteckt sind. Das heißt, der Akku ist nicht nur dafür da, dass er hier die Boxen betreibt, sondern man kann über den Dock-Connector iPhones, ich glaube sogar das iPad, ja, mein iPad weiß nicht, müssen wir jetzt testen. Wahrscheinlich hält er einfach die Genau, Spannung. hält die Spannung und auf jeden Fall iPhones kann man laden, das ist sehr gut. Die Akkulaufzeit ist auf jeden Fall befriedigend und man hat hier natürlich laute Leiserknöpfe und man bedient das Device, also die Sound dient man auch hier über wir haben gerade gesehen, das Gerät ist wieder nicht dafür. Ich glaube, das war eine andere Meldung, weil es Genau, gibt eine App für. es gibt eine App für, wer Spaß haben will, zweitklassige Beta-Software auszuprobieren, der kann die gerne installieren. Die alle anderen benutzen den iPod. Und man hat hier auch einen. Ein bisschen leiser machen. Also ich empfehle euch, trotz alledem installiert die App, Damit die Meldung weil nicht dann mehr kommt die kommt. Meldung nicht mehr. Die App ist ein Musikplayer mit Werbung drin, ein bisschen. Also da mit Links auf die verschiedenen Geräte. Sie bringt euch keinen Vor- Ich habe keinen Vorteil zumindest gefunden. Vielleicht sieht das Philips anders. Sie bringt keinen Vorteil gegenüber dem normalen Player, bis auf dass die Meldung nicht mehr kommt. Richtig. Der Sound ist relativ solide, es ist ein gutes Gerät. Es ist vielleicht ein bisschen teuer. Es sieht wahnsinnig cool aus. Also es schmückt jeden Tisch eigentlich, so wie es ist. Allerdings wissen wir beide nicht, was wir anschließend, nachdem wir das Gerät aufgestellt haben, mit dieser Hülle machen. Also ich habe bei Philips gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ob ich was übersehen habe, dass man das da drauf stellt oder Die irgendwas. Möglichkeit ist ein Sonnendeck Es fürs gibt iPhone. keine wirkliche Möglichkeit. Die legt man halt auf die Seite. Ist ein bisschen komisch, weil sonst sieht es eigentlich hübsch designt und echt cool durchdacht aus, aber ja, wir haben jetzt hier so ein Ding rumliegen. Es ist schön, wenn man da am See mal wieder ist, da kann man schön Moskitos mit abwehren und vor allem mit Stil. Also wer hat schon ein So. gebürstetes, ich glaube, das ist sogar Edelstahl, ich Ja, weiß nicht, wer hat schon einen gebürsteten Fliegenabwehr, aber nichtsdestotrotz, das schmälert die akustischen Eigenschaften vom DS7700 nicht. Und wenn du es noch lauter machst, versteht man mich sicher gar nicht mehr. Okay, wie du. So, das Fidelio hat noch eine weitere Spezialität und zwar, deswegen ist diese Version, die wir hier haben, Auch so auch ein teuer. bisschen teurer. Und zwar hat es auch Bluetooth. Und Bluetooth lädt zwar euer Gerät nicht, während ihr es abspielt, aber ihr könnt genauso wie bei dem Tunebug von vorhin hier Bluetooth einschalten. Da macht er Tut. Hier blinkt es bei mir. Und jetzt kann ich wieder mal kabellos. In annehmbarer Qualität, die wird ein bisschen schlechter, man hört das tatsächlich, aber so ist es in der Regel mit Bluetooth. Also wir sehen jetzt hier unten, da ist dieses Bluetooth-Symbol, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Ich glaube mal wahrscheinlich nicht. nicht so gut. Dann kann ich jetzt das drahtlos abspielen, auch wenn ich es per Bluetooth benutze. Bluetooth, sage ich das hier auch schon. Auch wenn ich es per Bluetooth benutze, bekomme ich die Meldung, dass es eine App dafür gibt. Macht jetzt den Ton nicht besser, sage ich jetzt mal.
aber ihr seht schon, es funktioniert auch. Das heißt, ihr könnt trotzdem euer Telefon in der Hosentasche haben, während, während das Fidelio irgendwo auf der Grillparty spielt. Und das ist wirklich ganz nett. Ein anderer Nachteil, den ich neben diesem Deckel noch sehe, ist, ich klappe dieses Ding zu. Ab jetzt ist es nicht mehr zu gebrauchen. Ich kann das iPhone nicht mehr reinstellen, das Ding wackelt. Das möchte so eigentlich keiner benutzen. Es ist aber trotzdem noch an. Ich muss tatsächlich hingehen. Ich muss hier den Ausschalter betätigen. Das ist ein physikalischer Schalter. Ist auch schön, weil das natürlich, weil das halt heißt, dass er, dass ich ganz sicher gehen kann, ist es aus oder ist es an. Aber das wäre eigentlich nicht nötig. Ich muss, es ist nicht nötig, dass ich an der Stelle einen Ausschalter betätige, obwohl es in dem Moment, wo ich den, den Standfuß einklappe, nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja. Also, das ist natürlich auch so, man kann das Gerät ganz normal laden und es gibt auch wieder einen Line-In oder beziehungsweise ein Audio-In, also ganz normale AUX. Man kann da einen Klinkestecker anstecken. Das ist hervorragend, wenn man jetzt kein iPhone hat, kann man das genauso benutzen oder natürlich dadurch, dass es Bluetooth hat, hat man die Möglichkeit auch jede Art von andere Mobiltelefone oder Musikplayer, die Bluetooth mitbringen, zu benutzen. Oder natürlich halt auch über den Computer. Ja. Also der Klang ist meiner Meinung nach besser als der vom Logitech-System. Ja. Der Preis ist natürlich auch ein ganzes Stück höher. Wer das Bluetooth nicht braucht, bekommt das Fidelio auch in einer Variante ohne Bluetooth. Es gibt noch mehrere mehrere Varianten von diesem Gerät. Ja. Also es gibt noch mehrere der Serie Fidelio, die verschieden aussehen und vielleicht noch verschiedene Dinge können. Eine Sache haben wir aber noch nicht gezeigt. Klapp's doch bitte nochmal aus und ich nehme mal derweil meine Fernbedienung daraus. Weil ihr seht schon, da ist eine relativ breite Kuhle und jetzt seht ihr auch hier, warum ich immer auf dem iPad rumdrücke. Und zwar, weil ich hier mit meinen Boing Stevie steuere. Und zwar kann dieses Gerät auch das iPad fassen. Und das ist echt relativ cool. Weil das kann eigentlich sonst keiner. Ich mache mal kurz hier auf Close-Up. Das kann sonst keins. Und ich habe jetzt gerade das Interface gelockt, deswegen dreht sich es auch nicht. Aber ich kann jetzt genauso vom iPad hier Musik abspielen. Und das ist schon relativ lässig. Ich weiß natürlich auch nicht, ob er lädt oder nicht, weil man sieht jetzt den Was natürlich sehr lustig nicht. Ist, man könnte ja jetzt auch einfach das als iPad Halter benutzen, hat dann seine Box mit dabei und dann hätte man jetzt hier die Bluetooth-Tastatur und kann dann drin trotzdem damit arbeiten. Das stimmt natürlich, ja. Vielleicht noch ein Use Case, dass man hier diesem Gerät natürlich kein ganz günstiger iPhone-Halter, iPad-Halter, aber definitiv einer, der relativ cool ist. Und das einzige Gerät in unserem Test, das auch ein iPad halten kann. Genau, auch schön kompakt. Das ist nicht ganz leicht, aber gut, es liegt natürlich daran, dass da Akkus drin sind. Das sind auch keine Wechselakkus, sie sind also fest verbaut, was natürlich zum einen den Vorteil bringt, dass sie einfach deutlich länger halten. Also ich habe das Gerät bis jetzt noch gar nie geladen, seitdem ich es habe. Aber ich habe natürlich auch nicht so wahnsinnig, also nicht unendlich viel Musik gehört, aber offensichtlich, wenn das Gerät aus ist, braucht es nicht viel Strom. Wir haben es jetzt schon ein paar Wochen, muss man sagen. Wer jetzt sagt, Mensch, ihr habt das Wichtigste vergessen, ein Bones & Wilkins oder so weit und so weiter und so fort. Wir haben leider von denen keine Testgeräte, geschweige denn eine Antwort bekommen. Sollte da noch mal was kommen, dann schieben wir das natürlich nach, weil das geht jetzt so bis zur Mittelklasse. Also der Edifier und das Philips sind ganz klar. Vielleicht sollten wir den Leuten von Bose nächstes Mal einfach eine Audiospur von uns schicken. Dann können sie die ja durchlaufen lassen und vielleicht verstehen sie uns dann, wenn sie nicht lesen können. Wer weiß es, das weiß man natürlich nicht genau. Also Alle Geräte nicht ganz schlecht. Und bevor wir jetzt zu unserem Fazit kommen, was unser Lieblingsgerät ist, gibt es noch eine Sache. Es gibt eigentlich noch zwei Sachen, aber wir fangen mal mit der ersten Sache an. Und die seht ihr schon ein bisschen hier. Ja, wir haben noch zwei übrig gebliebene Polos. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar mehr, aber wir haben noch ein paar. Gut, wir haben noch ein paar Poloshirts mit dem wunderbaren Digital Upgrade Aufdruck. Wer also Lust hat und in der ersten Runde leider zu spät dran war und jetzt sich denkt, Mensch, scheiße, ich hätte doch noch so gerne so ein schwarzes Digital Upgrade Polo Shirt, der kann das für 14,90 plus, 14 Euro plus Versand. 14 Euro plus Versand noch bei uns bestellen. Der soll doch einfach mal eine E-Mail schreiben an eine von unseren bekannten E-Mail-Adressen. Oder also es gibt nicht mehr viele Limited Edition, das haben wir auch nur einmal gemacht. Es ist halt richtig guter Siebdruck. Beim Poloshirt ist das Logo hier ein bisschen kleiner, weil natürlich hier eine Knopfleiste ist. Deswegen geht das nicht anders. Es gibt nur noch Polos in XXL, also die mir passen.
Zur Not ziehe ich sie einfach alle übereinander an. Wenn euch das glücklich macht. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, dass ich sie alle übereinander anziehe. Genau, also wer Bock hat. Für 14 Euro plus Versand. Tino wickelt mich dann so in so einen Teppich ein und nimmt so einen Aufkleber drauf. Genau, also wer da Lust hat, noch ein paar, ich weiß nicht, es sind 3 oder 4, die noch übrig sind. Wer da Bock hat, sagt, ja, ach, jetzt doch. Es gibt diesmal auch keine Wartezeit. Ich kann sie sofort in den Umschlag stecken und euch schicken. Der Versand ist ungefähr in Deutschland, ist, glaube ich, 2,50 und nach Österreich und Schweiz 2,350, glaube ich. Sowas in der Größenordnung. Geherst. Also nicht die Welt, und wer da Bock hat. Man würde ja meinen, dass der Versand nach Österreich billiger ist, weil es da nicht die Deutsche Post macht. Naja, bis zur Grenze wahrscheinlich ja, schon. Genau. Und jetzt kommen wir zu unserem Boxenfazit. Oh, jetzt habe ich sie alle so gut versteckt. Nehmen wir doch mal die zwei Kategorien, und zwar die günstigen kleinen und die großen, mit wo man Dinge reinstellen kann. Und dann küren wir mal unsere persönlichen Favoriten. Die günstigen kleinen, oder? Das passt so, ja. Ja, der zweite, der, ja nicht der ist nicht günstig, nicht, aber ja. Naja. Gehört hier mit in das Segment. Genau. Ja, was ist dein Favorit? Also mein Favorit ist tatsächlich nach wie vor ist es dieses Raiko-Gerät. Das ist auch, liegt auch unter anderem daran, warum ich ihn mir gekauft habe. Ich habe mir das lange überlegt. Sagen wir mal, für 35 Euro habe ich zum einen ein echtes Stereo-Sound und sie wiegen wenig Geld. Also sie sind so leicht, dass sie sich in Geld aufwiegen lassen. Nein, ich meine eigentlich, sie für das, was sie kosten, haben sie sehr lange Akkulaufzeit, ein relativ gutes Klangsystem. Sie brauchen wenig Platz, wenn ich sie irgendwo mit hinnehme. Also ich fand, das war bei mir der große Kaufentscheid. Und es gibt noch ein Ultra-Feature. Man kann tatsächlich, wenn man mehr als zwei hat, kann man sie auch koppeln. Das heißt, man kann sie in so unendliche weitermachen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel das eine Kabel als andere und dann wieder. Wenn du das sagst. Ja, ich habe das auf jeden Fall schon mal erlebt. Kann auch sein, dass ich da schon so lange in der Sonne lag. Natürlich. Ich tue mich sehr schwer, einen Favoriten zu küren. Also klanglich, preislich und klanglich und preislich ist eigentlich auch schon ausreichend, ist mein Favorit ganz klar das Logitech S125i. Es kostet relativ wenig für das, was es kann und für das, was es leistet. Der einzige Nachteil ist, es ist groß. Aber natürlich ist, also groß im Vergleich jetzt zu den anderen beiden, aber dafür ist halt der Klang deutlich besser als bei den anderen beiden. Und ich kann die Batterien auswechseln, wenn ich das möchte. Vom Spaßfaktor her hat aber ganz klar der Tunebug gewonnen. Also wenn ich überlege, was ich schon in Stunden verbracht habe, also durch die Wohnung zu laufen oder mir aus Müll Lautsprecher zu bauen, es ist herrlich. Also der Vibe allein, schon weil er halt nicht ganz so teuer ist, wäre dann ja mein zweiter Favorit, aber wenn ich mich auf einen entscheiden muss, ist es das Logitech System, weil Preis-Leistung hier absolut stimmt. Ja. So, warum liegt jetzt hier dann noch der Shake? Den Shake haben wir uns natürlich beide geleistet, weil jeder, der gerne Sport draußen treibt, denn dann nicht die Stöpsel immer in den Ohren haben will, weil er die Ohren frei braucht, weil er Rad fährt, weil er mit dem Skateboard unterwegs ist, keine Ahnung, durch die Innenstadt joggt. Im Helm. Der ist mit dem mit dem Tunebug Shake auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die ganzen Soldaten. Ja. Ist unglaublich. Stimmt, ja. Camouflage Edition. Leute, Tunebug. Hier, schaut euch das an, jetzt haben wir eine Marktlücke geschlossen für euch. Ja, also wie gesagt, es gibt keinen Verlierer, oder? Also in der Preisklasse auf jeden Fall nicht, nein. Ja. Dann schauen wir uns mal die Großen an, aber bevor wir uns die Großen anschauen, kommt noch ein zweites Public Service Announcement. Oh, jetzt geht es wieder an. Und zwar, vielleicht habt ihr es ja gesehen, wir waren vor einiger Zeit im iTunes Store ganz groß gefeatured. Vielen Dank an euch fürs Runterladen, fürs Sternchen verteilen und so weiter und so fort. Ich vermute, das ist sicher einer der Gründe, warum man da überhaupt hinkommt. Und es ist schon ein tolles Gefühl, in der Früh aufzuwachen, mal in iTunes reinzuschauen. Und dann steht da so ganz groß sein eigenes Logo drin. Und ja, also vielen Dank von unserer Seite an euch dafür. Und wenn euch das Spaß macht, wenn ihr gerne zuschaut oder und so weiter und so fort, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung, ich muss das gerade kurz lesen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst.
Vielleicht sagt, warum ihr es cool findet. Wenn ihr es nicht so cool findet, könnt ihr es natürlich gerne auch reinschreiben oder ihr schreibt uns direkt an. Ihr habt vielleicht schon mal gesehen auf der Webseite, der ein oder andere Kommentar aus iTunes, der kommt dann auch auf unsere Webseite. Ja, und über die freuen wir uns am meisten. Genau, also gute sowie auch, wie auch schlechte. wir haben gelernt, mit Kritik umzugehen. Also wenn ihr konstruktive Kritik habt, jederzeit an uns. Wenn ihr einfach sagt, nur rumtrollen wollt, dann auch. Es ist uns völlig egal. Ihr kriegt dann natürlich auch dumme Antworten von uns zurück. Da schämen wir uns gar nicht. Aber positives Feedback jederzeit gerne in den iTunes Store. Da findet ihr uns, Digital Upgrade. Ja, und noch was. Lady Gaga hat über 3 Millionen Fans auf Facebook. Warum haben wir nur 120? Also, Facebook-Seite auf und hier I like, hier Freundschaft, ist klar. Ich habe leider keinen Knopf für Facebook. Bin schon schwer enttäuscht. Ich denke mir, nächstes Mal kommen wir auch beide mit Donuts als Hüte oder als Frisur. Ich habe den Donut hier schon umgeschnallt. Vielleicht muss ich nächstes Mal kein T-Shirt drüber nehmen. Ja, also wenn macht... Orange glazed. Nice. Ja, zurück zum eigentlichen. Preis Kategorie 2, die für die reichen Kinder, also eigentlich normalerweise unsere normalen Zuschauer, die ganzen iTunes, iPhone-Kiddies. Wer ist der Preis-Leistungssieger in diesem Test aus deiner Sicht? Also, es ist schwierig. Preis-Leistung müsste ich ja eigentlich an Logitech vergeben, aber wie gesagt, dieses Bass-Problem hält mich davon ab. Mein persönlicher Favorit ist der Edifier. Er hat ein Radio mit drin, er hat AUX mit drin, tatsächlich ein Radio-Wecker mit drin. Es hat zwar ein Wecker hat auch das Logitech-Gerät mit drin. Er ist sehr kompakt. Und klanglich überzeugte mich am meisten. Deswegen ist es mein Gewinner, auch wenn er mit seinen ungefähr 125 Euro nicht ganz billig ist. Ja, also ich kann mich dir nur anschließen. Ich bin auch tatsächlich sehr angetan von dem Edifier. Ich finde ihn unglaublich gut. Musikalisch finde ich ihn völlig in Ordnung. Akkulaufzeit ist super. Was mir auch, also die Fernbedienung, die sich so wunderbar verstauen lässt, sodass ich sie nicht verliere, ist einfach toll. Ja. Ich denke, da haben sie einfach alle Sachen beachtet, die man bei so einem mobilen Musikgerät eigentlich beachten soll. Es lässt sich gut verstauen, es hat eine Neoprentasche mit dabei, wenn es mal regnet. Also, warum nicht? Tauchen gehen würde ich damit jetzt nicht. Ja, gut. Der Punkt geht natürlich an dich. Ja, also, dann können wir uns darauf einigen. Der Testsieger in der oberen Preisklasse ist der Edifier EF350. Ja. Wie gesagt, von Edifier gibt es auch noch andere Geräte, die wir jetzt natürlich nicht getestet haben. Aber diesen Daumen hoch. Ja, also wie gesagt, die anderen beiden sind nicht schlecht, aber sie haben halt an der einen oder anderen Stelle ihre Schwachpunkte. Vielleicht muss man das Philips-Gerät nochmal überdenken, wenn man zum Beispiel die Bluetooth-freie Variante nimmt und es dann weniger kostet. Ich weiß nicht genau, was der Preis dafür ist, aber das könnte natürlich, es könnte natürlich schon sein, dass das ein interessanterer Preispunkt ist und das ganze Paket besser macht, aber audiotechnisch gefällt mir der Edifier persönlich besser. Ja, gut. Damit haben wir eine weitere Sendung Digital Upgrade abgedreht. Wie man so ein bisschen abgedreht. Hört sich ja wirklich gut an. Ja, mal wieder was Schönes, endlich mal wieder ein paar Gadgets ausprobieren zu können. Das ist immer gut. Leider immer mal wieder hat einen negativen Beigeschmack, da natürlich nicht alle Firmen, die man anschreibt, auch antworten. Also aber an der Stelle danke an Philips, an Edifier, an Logitech, dass sie uns da Testgeräte zur Verfügung gestellt haben und dass wir da auch, dass es kein Problem ist, da offen drüber zu reden, so wie es ist. Ja, also coole Sache und vielleicht hören wir nochmal was von den anderen Firmen. So, der eine oder andere, wer sich denkt, Mensch, das hat mir jetzt endlich viel gebracht, ich kaufe mir eins von den Geräten, nützt unsere Affiliate-Links. Genau. Wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn wir auch 2 Euro Gewinn machen am Ende des Jahrtausends. Deswegen ist jeder Cent-Beitrag für uns wichtig. Genau, also alles, was da irgendwie reinkommt, wird normalerweise halt verwendet, wenn wir mal irgendwo hinfahren, mal letzten C-Bits anzugucken, auf denen wir mal noch Digital Upgrade-mäßig waren, haben wir immer viel Geld verbrannt. Oder wir müssen den Webserver auch bezahlen und so weiter und so fort. Also wenn ihr über unsere Links kauft, kostet euch nicht mehr, sind auf unserer Webseite ganz normale Amazon-Links und wir kriegen ein bisschen was davon ab. Und davon können wir halt Dinge kaufen, die dem Podcast im Zweifel zugutekommen. Wie zum Beispiel, wenn jemand
T-Shirts bestellt und sich uns vergeigt, dass man dann nicht auf ganz viel Geld sitzen bleibt plötzlich. Also, genau. Ja. Ja, wir sind Digital Upgrade. Und ihr wurdet? Upgegradet. Ich glaube, das habe ich, da war ich jetzt zu früh. Oh, Gerrit ist heute noch Operator, der Andreas auch noch und der Fabius auch noch. Das ist ja Wahnsinn. Gut, das hätte ich vielleicht mal ändern können. Zumindest ist es 2011. Ja, irgendwas ist doch immer. Ja, cool, was. Es war mir drin geworden inzwischen so ein bisschen. Wie lange haben wir jetzt gedreht eigentlich schon wieder? Oh, 55 Minuten, Alter, habt ihr wieder viel Zeit. Ich dachte, wir sind endschnell gewesen. Und wenn ich sehe, wie mir schon wieder das Memory Warning entgegenblinkt, weil wir hier 48 HD-Kameras reinfüttern, bin ich ja froh, dass noch alles so gut läuft. Jetzt hier mal das Telefon geklingelt, ist klar, währenddessen wir drehen, immer das Gleiche. Also das, deswegen habe ich den Flugmodus. Ich versuche es immer wieder, aber es fliegt einfach nicht gescheit. Ja. An dieser Stelle nochmal kurz darauf hinzuweisen. Musik heute war Creative Commons Musik, zum einen von der Band Shira aus Berlin. Ziemlich cool, also wer Beatsteaks mag, Shira ist großartig. Könnt ihr mal auf die Webseite von ihnen gucken. Für Gesundheit! Für, wenn man unbedingt möchte, gratis über Yamendo oder wenn man ihnen ein bisschen Geld zukommen lassen möchte, kriegt man alle ihre Alben. Und das, was nicht so rockig war, ist von Creo, einer österreichischen Band. Österreichische Band. Ich habe keine Webseite von ihnen gefunden, aber über dupen.de/Creo findet ihr ihre Yamendo-Seite. Alles Creative Commons, ziemlich cooles Zeug. Und ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Kann ich übrigens empfehlen, Yamendo. Cool. Findet man coolen Scheiß. Ja, Restpolos, sag ich nochmal an der Stelle. Genau, 14 Euro Pfand, nur für große Menschen. Ja, oder halt für Breite. Oder viele. Wo viel Mensch mal da ist. Groß bin ich jetzt, also ich, um das hier mal. Wo viel Mensch da ist. Ja, genau. Für Bauchmenschen. Genau. Ich glaube, ja, das soll es gewesen sein, oder? Ja, ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Mir geht ja auch die, allmählich geht mir die Energie aus, hier zu stehen. Ja, es ist ganz schön warm. Also. Tschüss.